Hi und willkommen, ich bin's wieder, euer Vampirius, und willkommen bei mir wieder im Vampire Trail. Und ihr habt es vor kurzem gesehen, es ist ja jede Menge Zeug angekommen, und das, was ich jetzt gerne mal machen würde, ist dieses lustige Teil hier mal auspacken für euch. Und zwar ist das Frost von Guild Wars 2, ich hoffe, man kann es da unten sehen, ist es von Guild Wars 2 in die Collector's Edition, die habe ich mir extra geholt, und würde ich gerne auspacken. Und das mache ich jetzt einfach mal. Ich möchte nämlich, das Zeug habe ich jetzt hier schon die ganze Zeit rumstehen, und ich habe mich nie wirklich die Zeit dafür gefunden, das Ding auch nicht immer auszupacken und zu installieren. Und da ich jetzt hier Urlaub habe und Videos machen wollte, ohne Ende, fange ich einfach mal hier mit an. Und das Erste, was mich hier natürlich direkt anlächelt, das ist diese Körperfigur. Groß und schwer und extrem gesichert. Also hier hinten ist hier alles zu mit Kabelbinder ohne Ende. Okay. Oh, welcher Hampelmann hat denn das hier unten drunter verknotet? Scheiße! Okay, gut, dann machen wir es jetzt auf die radikale Methode. Wenn das halt nicht anders geht, dann geht es halt vielleicht so. Aber auch nur ganz vielleicht. Don't try this at home! Sowas kann man nur unter professioneller Aufsicht machen. Sowas, was ich jetzt hier gerade überhaupt nicht habe. Der ist schon mal. Das ist das Schwert. Das kann ich euch schon mal so zeigen. Muss ich auch mal kurz hinter die Kamera gehen. Das Ding ist urigst lang. Es ist ein Riesenteil. Und das ist auf jeden Fall das Schwert, was der Char in der Hand haben wird. Und ganz ehrlich, das Ding sieht hammermäßig geil aus. Das Ding sieht wirklich hammermäßig geil aus. So, haben wir schon mal den ersten Teil. Vom wegen Online-Abenteuer-Spiel. Das ist schon Abenteuer genug, das Ding hier auszupacken. Eher gewusst, dass Unboxing so scheiße anstrengend sein kann. Hab ich dich endlich. So, jede Menge Müll. Mal schauen, das Schwert. Ja, Freunde, das ist er. Das nenne ich mal einen prächtigen Char. Es ist ein Riesenvieh mit einem Riesenschwert. Das ist meine Hand und das Teil ist verdammt groß und auch verdammt schwer. So. Ja, wo tue ich den jetzt am besten hin, ohne dass der weiterhin stört? Ich tue den einfach mal. Ich stelle das hier einfach mal dahin. So,
dann packe ich jetzt hier den Rest raus. Dann ist hier noch so alles drin. Und hier unten im. Oh! 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 Das ist die Collector's Edition, die eigentliche Collector's Edition. Die befindet sich unten drunter im Boden drinne. Und jetzt sieht man mal, das ist so gesehen, also ich würde mal ganz schwer vermuten, das ist die Karte von Ascalon. Wenn ich mich, ja, das ist auch die Karte von Ascalon. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo damals, ich habe ja den ersten Teil auch mit, vom Anfang der Beta, vom allerersten Beta-Tag habe ich den mitgespielt. Und man fängt hier unten eigentlich bei Prophecies hier unten irgendwo in der Ecke an, eiert dann hier oben so durch und befindet sich danach hier unten in dem Endgebiet. Und jetzt bin ich gerade am überlegen, wo Löwenstein war. Ich glaube, Löwenstein müsste irgendwo hier in diesem Gebiet gewesen sein. Und Alt-Ascalon ist hier unten irgendwo. Ich bin mir aber nicht mehr so hundertprozentig sicher, weil es auch schon Ewigkeiten her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Also, der Karton ist mal extrem geil. Der Karton ist wirklich extrem geil, damit man auch mal sieht. Es ist nicht einfach aufgemalt, es ist wirklich gedruckt gewesen, die Karte. Also, hier hat man hier noch die Riefen überall drin. Ich finde es, es sieht einfach, ich kann es nur noch mal zeigen, es sieht wirklich absolut geil aus. So. Und dann haben wir hier natürlich einmal das Booklet oder was es auch immer sein wird, das werde ich gleich mal aufmachen. Und hier unten, oh. Oh, 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 oh. Ein schönes Bild, mit Bilderrahmen sogar, hat man extra mit dabei. Und das ist ein. Ach komm, machen wir es auf. Oder eher gesagt, ich mache es jetzt hier einfach mal so auf. So, hier unten, das ist hier nichts draufgedrucktes oder sowas, das ist ein Aufkleber, das ist ein Schutzaufkleber nur. Von dem her, den kann man sich jetzt wegdenken oder ich kann den auch einfach kurz wegmachen. Hallo, ah ja. So. Extrem geil das Bild. Ehrlich gesagt, das finde ich schön. Es ist zwar nur relativ klein, es ist so ein Aufsteller. Ja, so gesehen einfach nur für einen Tisch oder so. Oder für einen Schreibtisch, aber es sieht geil aus. Es sieht wirklich geil aus. Ja, mal schauen. Packen wir das hier erstmal wieder zur Seite. Dann gucken wir mal, was sich hier drin befindet. Ja. Wenn ich es aufkriegen sollte. Oh Mann, oh. So, es ist offen. Und, boah. Ach du Scheiße. Hier befinden sich noch weitere Bilder, so gesehen, die man in diesen Bilderrahmen reintun kann. Ich halte es mal etwas weiter weg, dann kann man es aber vielleicht sehen. Ein Char natürlich, dementsprechend. Und ganz ehrlich, das Ding sieht richtig geil aus. So, dann schauen wir mal das nächste Bild. Das nächste Bild ist eine Schutzfolie. Schutzfolien sind auch ganz beliebt heutzutage in Bildern, ja. Auch im Bilderrahmen. Könnte ich mir auch überall hinstellen. Ich glaube, ich habe ein neues Bild für meinen Hintergrund, für meinen PC gefunden. Hammermäßig geil. Einfach geil. Noch eine Schutzfolie. Schutzfolien sollte man immer haben. Schutzfolien sind klasse Sachen. Ein Größenverhältnis, einmal mal. Das hier ist ein Endgegner. Oder vielleicht auch irgendwas anderes. Auf jeden Fall ein relativ großes Vieh. Und das, was da so ein bisschen lustig leuchtet, das ist eine Person. Also könnt ihr euch mal vorstellen, wie groß dieses Biest sein wird. Ich hoffe, die Teile sind wirklich so groß bei Guild Wars 2. Weil ich möchte mal gerne so einen Kampf möchte ich gerne mal haben, so einen richtig epischen. Und noch so ein schönes Charakterbild, was da mit bei ist. Ein Hochkantfoto. Ist auch schön. So, und da haben wir wieder unseren Char vom Anfang. Ganz ehrlich, die Teile sind klasse. Die sehen mal richtig extrem mäßig geil aus. Muss ich mal schauen, ob ich die sogar einscannen kann. So, was haben wir hier noch? Ein Best of Guild Wars 2 Soundtrack. Natürlich, wo dann hinten drauf steht, was ihr jetzt natürlich wahrscheinlich nicht so wirklich lesen könnt, welche Soundtracks dann halt noch mehr da drauf sind. Die Soundtracks waren auch schon im ersten Teil extrem klasse. Vielleicht, wenn ich es schaffe, finde ich vielleicht sogar noch die CD und kann dann nostalgiemäßig noch den Soundtrack noch einbauen vom ersten Teil. Wäre natürlich extrem cremig. Nehme ich wahrscheinlich auch Ascalon statt. So, das ist natürlich dann hier
unsere Guild Wars DVD. Wir haben hier Disc 1, wir haben Disc 1. Sind es nur zwei? Na, nicht kaputt machen. Es sind zwei. Also es sind zwei DVDs. Oder Blu-Rays. Nein, es sollten DVDs sein. Hier haben wir natürlich zur Freilegung der Seriennummer hier öffnen. Da ist die Seriennummer drin, womit man das Spiel registrieren kann. Nochmal kurz zum Nachsagen, oder eher gesagt nochmal kurz zur Info. Guild Wars 2 ist ein Online-Spiel. Online-Spiel im Sinne von, wenn ich jetzt sage, es hat Ähnlichkeiten mit WoW, würde ich eigentlich lügen und die meisten Leute würden mich auch dafür steigen. Es ist kein WoW. Vor allen Dingen, Schnauze! Will ja Videos machen! Mann! Eine Sekunde. Hallo? Ich rufe dich gleich zurück. Gut, tschüss. So, das hätten wir damit dann auch geklärt. Also, Guild Wars 2 kann man nicht unbedingt gerade mit World of Warcraft vergleichen. Eigentlich kann man das überhaupt nicht vergleichen. Der alte Guild Wars Teil wurde eigentlich als Ablöse von World of Warcraft damals schon angehandelt. Und es ist wirklich auch fast passiert, die meisten Leute von World of Warcraft sind rüber zu Guild Wars gewechselt, aus einem ganz bestimmten Grund. Es ist ein reines Online-Spiel, es hat RPG-Inhalte, es ist unwahrscheinlich PvP-lastig, ein sehr ausgeklügeltes PvP-System hatten sie am Anfang im ersten Teil gehabt, bis sie es irgendwann mal komplett zerpatcht haben. Und das Problem ist, also irgendwann mal haben sie es halt komplett kaputt gemacht. Und das war auch der Grund, warum ich deswegen auch damals zum ersten Teil aufgehört habe, obwohl wir mit den, ich muss mal gucken, ob ich die Kamera fast hinstellen kann, obwohl wir damals mit den Guardians of the Tombs alle meine Leute damals noch, von die mich jetzt vielleicht noch wieder erkennen, erstmal, hi, waren damals halt eine schöne Gilde gewesen und unter meiner Führung, und wir waren mitunter der Top 100 Gilden von mehreren Hunderttausenden weltweit. Und ich denke mal, da waren wir auf jeden Fall als kleine, nicht gerade Nerd, eigentlich total Noob-Gilde, waren wir total stolz auch drauf. Und ich hoffe, vielleicht klappt es ja auch wieder mal. Auf jeden Fall sollte es wirklich passieren, dass Guild Wars 2 anfangen, richtig aktiv zu zocken, werden die Guardians of the Tombs wieder auferstehen. Das kann ich jetzt schon prophezeien. Aber apropos, schauen wir uns jetzt nochmal kurz hier das Artbook an. Na, haben wir zumindest ein paar kleine Einblicke hier. Also es ist wirklich, es ist zum einen ein richtig schönes Hardcover-Book. Und die Seiten, also es sind wirklich Hochglanzseiten, die da drin sind. Unwahrscheinlich edel. Und ganz ehrlich, ich freue mich jetzt schon darauf, das einmal genüsslich durchzublättern. Weil hier findet man natürlich dann auch Bilder, Zeichnungen zu Charakteren, zu allen möglichen anderen Sachen. Ich gehe jetzt mal nur so im Schnellformat durch. Und die alten Booklets, oder eher gesagt die Artbooks aus den ersten Teilen, die habe ich auch alle hier. Und es ist hammermäßig geil. Es war schon früher. Und ganz ehrlich, es fiebert jetzt schon in mir, gleich die CD reinzuschmeißen und dann direkt gleich zu sagen, yo, fangen wir an mit Guild Wars 2. Ganz ehrlich, das, was sie hier alles dabei hatten, wir haben ein Artbook, wir haben einen Bilderrahmen mit Wechselmotiven mit dabei, Hochkant- und seitliche Motive, genauso auch wie einen Soundtrack, den haben wir mit dabei, plus natürlich das Spiel an sich selber. Und ein Spiel, wohlgemerkt, man bezahlt nur einmalig die Gebühr, so gesehen, das heißt Gebühr, man bezahlt einmalig das Spiel, kann damit dann dauerhaft online sein. Das heißt, sämtliche Contents, die als Upgrade kommen, im Normalfall, also Umgebungsupgrades, die sind alle schon inklusive, die ladet sich das Spiel automatisch runter. So war es auch im ersten Teil zumindest. Ich weiß, ich hoffe, die machen es im zweiten Teil genau. Ich bete darum, ArenaNet. Macht es und bitteschön, behalte das PvP-System vom ersten Teil. Obwohl, nee, ich möchte jetzt nicht zu viel sagen, ich habe es ja noch nicht gesehen, von dem her kann ich es nicht. Ja, auf jeden Fall bezahlt man das Spiel nur einmalig und nachdem man es halt gekauft hat, bezahlt man keine monatlichen Grundgebühren und das ist nämlich der große Vorteil an Guild Wars 2 gegenüber World of Warcraft oder anderen Online-Spielen, wo man eine monatliche Fixkosten hat, hat man in diesem Spiel nicht. Ich habe jetzt einmal die Collector's Edition bezahlt und wie gesagt, was hier alles dabei ist, haben die Figur und den anderen Kram, den ich jetzt hier alles noch vorgestellt habe, plus natürlich das unwahrscheinlich tolle diese Metalbox.
die absolut genial aussieht. Ich muss es hier noch einfach mal erwähnen, es sieht wirklich absolut hammermäßig aus. Und das Ganze zu einem Sportpreis von wirklich 80 Euro. Und ganz ehrlich, ich habe bisher selten eine Collectors Edition gesehen, die vom Preislichen her so viel geboten hat wie diese hier. Plus exklusives Online-Content, das auch noch. Sprich extra Animationen oder irgendeinen anderen Kram. Das hatten sie zumindest auch im ersten Teil gehabt. Jungs von ArenaNet, Daumen hoch. Also die Leistung, die ich hier gebracht habe, für das bisschen Geld, so gesehen, es gibt andere Hersteller, die würden dafür, zum Beispiel gibt das Zeug Blizzard in die Hand und die verkaufen diese Box für 200 bis 250 Euro. Und das einfach nur, weil sie es können. Und ArenaNet sagt sich, nein, scheiß drauf, wir gehen mehr nicht gerade auf Dumpingpreise, aber man bezahlt wirklich nur das vom Preis-Leistungs-Verhältnis her, was man wirklich bekommt. Und die 80 Euro sind definitiv vollkommen gerechtfertigt. Wenn ihr also jemanden habt, wenn ihr zu Weihnachten noch ein großes Geschenk machen wollt, in irgendeiner Art und Weise, ich habe das Spiel nicht bei mir im Shop, das geht schon mal vorab, und FSK 12 ist, oder wo ihr eben sagt, USK 12, oder sonstige Sachen halt, und dann möchte ich dieses Spiel gerne haben. Es wird von mir noch ein paar Online-Videos kommen, schaut es euch an, und ich würde definitiv jetzt schon sagen, von dem, was hier alles drin ist, ich freue mich jetzt schon auf Zocken und die 80 Euro war es definitiv vollkommen wert. Von dem her sage ich jetzt mal danke fürs Zusehen und ja, jetzt packe ich den ganzen Kram erstmal wieder zusammen, installiere das Game und ich glaube, ich werde mich für die nächsten paar Tage erstmal einschließen. Danke fürs Zuschauen und bis demnächst.